Sechs Monate später. 30. Juni. Ich hätte jetzt mir echt gewünscht, dass die Gefangenschaft bei Eda gezeigt wird. Ah, scheinbar sind wir immer noch gefangen. Ein halbes Jahr. Hey, Major Mayor. Oh, hier ist sie, Loja. Heiß sie, Hau Hangler. Uns wurde ja gesagt, dass Ada mit der Hilfe von Jack Muller das Virus noch verschlimmerte. Das wissen wir von Simmons aus der Leon-Kampagne. Kommt her. Ich brauche keine Waffe, um Säcke wenig zu erledigen. Ah, schnell in den Nahkampf. Zack. Diese Lücke von Dezember bis Juni, die bleibt einfach bei Resident Evil 6. Der 30. Juni war der Tag, an dem das auch alles in China passierte. Kommen wir jetzt hier raus? Ah, hier. Moment. Moment, 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 wir sind an einem ganz anderen Punkt in der Geschichte. Ist das jetzt gerade die Befreiungsaktion von Chris und Pierce? Wo die Türen sich jetzt gerade geöffnet haben? Wir nämlich noch weiter. Auf Wiedersehen, Drexler. Du warst mein kleines Paradies. Zwei Grenzpersonen sind aus ihren Quartieren entkommen. Sie dürfen die Anlage nicht verlassen. Der Gewaltverschlusswand ist freigegeben. Ich wiederhole. Ich würde auch von der Zeit her passen. Katastrophe in China ist schon passiert. Chris und Pierce haben jetzt gerade die Zellen geöffnet. Warum ist das alles hier so weiß? Auf der einen Seite natürlich gut, dass es jetzt diesen Zeitsprung gab, weil die Geschichte dann noch weiter erzählt wird. Viel weiter. Und ja, ich denke mal, das, was Ada mit Jake gemacht hat, gehen wir dann in der letzten Kampagne, in ihrer Kampagne zu sehen. Ja, genau, ich glaube, das heben sie sich für die Ada-Kampagne auf. Diese 6 Monate. So kann ich nichts aufnehmen. Mann, weg! Ah! Noch ein Lebensbalken. Ah, oh, der hat noch eine Schusswaffe. Diese Gänge, ja.
Das war's vorbei. Niemand kann uns da aufhelfen. Das ist. Ja, der gibt uns jetzt den Rest. Irgendwo aus der Ferne, Sherry. Auf Wiedersehen, Drexler. Was für ein kleines Paradies. Zwei Testpersonen sind aus ihren Quartieren entkommen. Sie dürfen die Anlage nicht verlassen. Der Gebrauch von Schusswaffen ist freigegeben. Oh. Kann auch aufladen. Dass sie hier ist. Barfußlaufen, irgendwie mag ich das nicht. Oh! Lass mich los! Wow! Jack kämpft ja, steckt ja ein starker Nahkämpfer. Warum nicht gleich so? Da ist noch jemand. Ja! Okay, ja. Ah, lass mich los! Was das? Hoch. Fast. Ich muss etwas zum Draufstellen finden. Wieder außen rumlaufen. Das ist mir zu viel weiß. Mehr? Sherry. Müssen wir sie exportieren? Müsste sie gleich in diesem Raum sein. Sherry, du läufst gegen die Wand.
verlassen. Ach nö. Woher soll ich das denn wissen? Ah, Moment. Grüne Symbol. Ah, man sieht doch mehr. Okay. Ich denke mal, das ist dieselbe Reihenfolge der Tasten. 4. 1. 4, 1, 2. Perfekt. Haben wir jetzt hier mit Jake nicht die Begegnung nochmal mit den Ustanak gehabt? Wo wir auf Leon getroffen sind. Haben sie sich hier übersprungen. War ja die erste Begegnung in China mit Jake überhaupt. Jake! Wo sind wir? China. Offensichtlich, aber wo? Warum? Keine Ahnung, mir egal. Ich bin kein Versuchskaninchen. Was haben Sie ihnen angetan? Einiges. Sie redeten davon, mit meinen Antikörpern den C-Virus zu verbessern. Oh nein. Was haben Sie noch gesagt? Kennst du den Namen Albert Wesker? Was? Ich werte das mal als ja. Sie sprachen von ihm. Sehr oft. Er hatte wohl einen Antikörper, der jeden Virus abwehrt. Offensichtlich missbrauchte er seine Gabe, wusste sie nicht zu schätzen. Wurde dann selbst zu einem Monster. Und ich dachte, mein Vater wäre nur ein Versager, der uns hängen ließ. Aber nein, nein, nein. Er war ein Verrückter, der fast die Welt zerstört hätte. Die Taten Ihres Vaters haben nichts mit Ihnen zu tun. Okay, aber mein Blut schon. Es ist der Grund, warum wir hier sind. Jetzt mal im Ernst. Glaubst du wirklich, Verrücktheit liegt nicht in der Familie? Dass nichts vom Wesen meines Vaters auch in mir steckt? Gerade du solltest wissen, was ich meine. Ich sag's dir. Ich bin gerade etwas verwirrt. Vor der Begegnung vom Ustanak oder... Alles, was ich getan habe. Danach. Er gibt jetzt wenigstens etwas mehr Sinn als... Bis sie dann nochmal geschnappt hat. Also sie wussten ja jetzt nicht, dass sie nicht da sind. Was? Das Sherry wusste es nicht. Vater die Schuld. Aber irgendwann... müssen Sie selbst Verantwortung für Ihre Taten übernehmen. Wir werden es herausfinden, welchen Zeitpunkt wir gerade sind.